Millionen Dosen Impfstoff verfallen. Wisst ihr noch, letztes Jahr? Massenhaft Leute wollten sich gegen Corona impfen lassen, aber es gab einfach viel zu wenig Impfstoff. Mittlerweile sieht es zum Glück anders aus, aber der Impfstoff verfällt jetzt auch millionenfach. Der CDU-Abgeordnete Tino Sorge hat vor kurzem die Bundesregierung gefragt, wie viele Impfdosen in diesem Jahr schon verfallen sind. Die Antwort: bis zum 1. August sollen es ca. 5,1 Millionen gewesen sein. Aber warum? Die Bundesregierung sagt, sie will allen Menschen die Möglichkeit geben, aus unterschiedlichen Impfstoffen auszuwählen. Dass dann auch mehr Impfdosen verfallen, sei logische Konsequenz. Insgesamt sind bislang in Deutschland auch schon über 186 Millionen Impfdosen verabreicht worden. Schade um jede verfallene Dosis ist es trotzdem.